Servus, grüß dich und herzlich willkommen im Beyond auf dem Bullistan Surfer mit mir, den Wolperdinger 2000. Und schon wieder geht die Sonne unter. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist und so schaust, was ich so treibe. Und ja, man sieht es hier schon. Ich möchte mir Conduits bauen für meine Farm. Redstone Alloy bräuchte ich dazu. Und dazu brauche ich einen Alloy-Smelter. Weil es dummerweise in der Dings nicht geht, in der. In der Schmiede kann ich kein Eisen und kein. Also, ich kann kein Redstone schmelzen, das ist blöd. Und deswegen, ja, brauche ich, um die Conduits zu machen, den Alloy-Smelter. Na, blöd laufen. Aber was soll man machen? Also. Ach Gott. Ja. Nichts da, was man braucht. Nichts. Na, komm, machen wir mal zwei gleich zu Dings. Jetzt gehen wir erstmal schnell schlafen. Ah ja. Wir müssen ja schließlich die Baumfahren zum Laufen bringen irgendwie. Und da habe ich mir überlegt, ich habe hier schon mal Solarpanels gemacht. Hier. Die könnte man eigentlich mal weiter chargen lassen. Hier so. Charge du dich mal. Ich glaube, das hält es, wenn man es mitnimmt. Bin mir nicht sicher. Wir bauen jetzt erstmal hier unsere Conduits. Das heißt, wir brauchen erstmal einen Alloy-Smelter, damit wir das machen können. Halt, ach Gott. Was, ich krieg von einem Goldfisch ein Goldnugget? Was bist denn du, von Zombieherz krieg ich? Echt? Ein Zombieherz? Brauch ich das für sonst noch irgendwas? Lass mal schnell gucken. Sorry, dass ich mich gerade ablenken lasse. Zombie-Charm-Fragment. Zombie-Charm, was immer der macht. Crafting Component of Zombie Charm, ja, aber was macht er? Was machst du? Makes Zombie ignore the player even when hit by them. Okay, alles klar. Also wir machen mal keine. Wir machen sie auf die altherkömmliche Art, ja nicht so, dass wir nichts hätten. Ne? So, Alloy Smelter. So, dann haben wir das da. Davon brauche ich einen, oder? Genau, dann brauchen wir das hier. Dann, Herrgott, brauchen wir noch drei Furnaces. Hopp. Na komm, so eigentlich drei. Eins, zwei, drei. Vielen Dank. Ach so, ein Cauldron brauchen wir ja auch noch. Und jetzt haben wir alles, oder? Jawohl. Sehr gut. Dann machen wir es mal schnell ein bisschen. Das war jetzt aber nicht das Melter, oder? Nein, das war er nicht. Den klatschen wir mal schnell hier hin. Da unten ist noch Strom drin. Passt wunderbar. Und dann machen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bist du auf? Geh mal auf Alloys Only, bitte. Danke. Daneben gelangt. So, dann macht es mal. Sollte recht zügig gehen. Naja, recht zügig, ne? Man sieht es ja da oben. Es geht schon. Dann machen wir nämlich mit Conduits und tun wir das Solarpanel mal an die Baumfarm anschließen. Das schauen wir mal. Wenn ich das jetzt abbaue, ob der das behält, was da drin ist. Ja, Charge. Steht da irgendwas. Aber ich glaube, nee. Ich glaube, der behält es nicht. Also es ist wurscht, ob wir es da rumstehen haben oder nicht. Wir könnten eigentlich noch, wenn wir schon dabei sind, noch einen Kapazitor bauen. Kapazitor, der uns über die Nacht ein bisschen hilft. Brauchen wir nochmal vier solche Teile. Wenn wir vier brauchen, sollte man mit dem Shift-Klick reingehen. Oh, wir haben nur noch drei. Dann komm. Machen wir es halt so. Machen wir es halt so. Und mir fehlt noch Redstone. Und mir fehlen da oben noch welche. Wieso habe ich die nicht gehabt? Achso, weil es. Was habe ich denn jetzt genommen? Du bist ein Aluminiumbrass. Ach, deswegen.
voll daneben gelangt, oder? Ja, Tatsache, ich glaub's ja nicht. Ich glaub's ja nicht. Gut. Machen wir gleich wieder zum Ganzen. So, jetzt 4 Stück davon. Erstmal das Aluminiumbrass wieder ganz machen. Eieiei, du. Achso, wir brauchen noch einen Block of Redstone. Ich glaube, die kleine reicht uns aber dann auch erst einmal. So, haben wir das. Können wir schon mal daneben hin tun? Nein. Geht es so nicht? Muss ich jetzt sagen, Input. Es holt er sich auf jeden Fall 64 RF. Okay. Passt schon. Machen wir doch die schon mal voll. Da sind unsere 6 Dinger fertig. Ja, läuft doch, läuft doch. Zap. Und unsere Conduit-Binders einmal außen rum geschossen. 16 von den Dingern, das reicht das auch erst einmal. Mal tue ihn das jetzt wieder hin, da ist Platz. Und wo sind sie? Hier sind sie. Goldnuggets tun wir auch mal da rein. Ne, eigentlich tun wir das mal da raus. Und alles darüber. Sonst kennt man sich irgendwann nicht mehr aus. Ist eh schon schwierig, aber noch geht's. Sonst noch irgendwas, ach, das sind Stone Bricks und Oakwood Blanks. Okay, Oakwood Blanks können wir da rein tun, Stone Bricks. Und das da auch. Okay, dann. Lass uns mal rüber gucken und schauen, ob wir die Baumfarm zum Laufen bringen. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet und dann muss ich endlich mal mit Britannia anfangen. Ich brauche diesen blöden Gürtel. Lade. Vielen Dank. Ich habe da ein bisschen was gemacht, wie man sieht. Und jetzt müssen wir hier rein. Da kommen wir nämlich da unter die Baumfarm. Und dann können wir hier irgendwann das Ganze so richtig schön toll machen. Hoffe ich. So, das ist natürlich jetzt hier wieder gigantisch. Da ist die Baumfarm. Das heißt, wenn wir unseren... Wenn wir das daher machen, das Ding. Hier ist das Lavanil. Warum nicht, gell? Und da die Dings drunter. Hä? Du müsstest doch jetzt kriegen. Ach nee, du kriegst es nicht, weil... Input. Jetzt das. Gut. Passt. Dann können wir hier eigentlich wieder None machen. Und jetzt schauen wir, ob wir mit unseren Conduits... So, jetzt pass auf. Gearbox, Valve. Gearbox, Hatch, Control. Ich glaube, wir müssen an die Gearbox ran mit dem Strom. Werden wir gleich sehen, ob ich da recht habe oder nicht. So, verlegen wir es mal ein bisschen. Königlich schlecht. Can't work. Wieso? Du kriegst du No Fertilizer. Alles klar, du brauchst also auch Fertilizer. Das sollte aber kein Thema sein. Das Ding ist ja mal wieder mega. Also du hast auf jeden Fall Strom, ne? Ach, da ist unser Solarpanel. Light Level 100 passt. Naja, mein Gott. Erstmal, ne? Das ist ja erstmal nur so. So, und du bist hier... Fertilizer, pass auf, Fertilizer machen wir relativ easy, glaube ich. Fertilizer, das ist der hier. Appetite und Sand oder Ash. Ash machen wir, indem wir Peat, und Peat kriegen wir von der Biene oder vom... Wo kriegt man denn sonst noch Peat her? Weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Und den könnte man nämlich dann auch verbrennen. Ja, werden wir sehen. Machen wir erstmal Fertilizer aus Sand und Appetite. Appetite habe ich doch schon gesehen, ja. Top. Ich glaube, ich habe zwar keinen da, aber hier ist gleich einer ums Eck. Da wäre doch lacht, wenn wir das nicht zum Laufen bringen würden, das Ding, oder? Hier hinten ist irgendwo
Halt, stopp. Hallo Schmetterling. Hier ist Appetite. Sag doch, ich hab doch Kuss das einzige. Nee, ist. Lohnt sich das wieder mal abzubauen hier? 42. Und Sand brauchen wir auch. Pro Appetite ein Sand war das, oder? Ja, ich glaube schon. War da sonst nichts mehr? Nee, das ist nur ein Loch. Ja, dann müssen wir noch Sand holen, glaube ich, weil so viel Sand habe ich auch nicht mehr. Oder schauen wir mal. Und der Falter hier, der hat mir hier den Baum bestaubt. Da gibt es jetzt Dark Oak Leaves von Forestry und nicht von Minecraft. Schon witzig, ne? Da hängen plötzlich andere Blätter dran. Und das macht, glaube ich, er hier. Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall kommen da diese Schmetterlinge raus. Hier, der da. Oder? Nee, du bist ein Blue Duke. Okay. Also mit Forestry kann man dann auch irgendwann Bäume züchten. Nicht nur Bienen, sondern auch Bäume. Das könnte, glaube ich, ganz, ganz interessant werden. Kannst ganz wilde Sachen machen, wenn ich es richtig weiß. Kein Sand mehr. Kein Sand mehr. Doch, hier. So, das war doch jetzt so, oder? So, so und so. Fertilizer. Yay, das reicht erstmal. Jetzt warten wir schnell, dann gehen wir kurz schlafen. Komm, Sonne, geh unter. Danke, wusch. Und dann schauen wir mal, ob wir es zum Laufen kriegen, das Ding. Ich bin gespannt. Ich bin so gespannt. Und dann, wenn das so einigermaßen läuft, dass wir da mal schon eine Baumfarm am Rennen haben. Kann ich die auch so reinschmeißen, Fertilizer? Klonk. Und jetzt hast du Fertilizer. Was ist jetzt noch? Kein Wasser. Du brauchst alles. Echt. Oh, das ist doch echt schlimm. Na gut. Dann, wie gesagt, ich arbeite zum allerersten Mal mit der Forestry-Geschichte. So, jetzt wird es interessant. Wie machen wir denn? Was sind die? Das Reservoir, das ist wahrscheinlich zu teuer, oder? Reservoir heißt es. Fused Glass. Haha, Fused Glass. Und ein Call drin. Fused Glas, 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 Glas. Ich habe das ganze Glas, was ich gemacht habe, ich alles schon ausgegeben für. Ja, rate mal. Da ist noch Sand drin, brauche ich nicht. Für das Solarpanel. Wieder kein Glas mehr, gar nichts. Null. Scheibenkleister. Warte mal, Fused Quarz. Kann ich da nicht? Genau, Netherquarz. Das ist es doch. Wie viel brauche ich davon? Kann ich mir mal irgendwann was merken? 8 Stück. 8 Stück gibt's. 4 geben 3, oder? Na, wie war das? 12 geben 3. Ach du Schande. Hops. Oh man, das ist alles so teuer. Ich glaube, ich muss aber doch eine normale Quarry hinstellen auf Dauer, weil bis ich da mit dem Minecart zum Laufen komme, das wird brauchen. Ich meine, ich könnte mir theoretisch was beim Bulli leihen, aber das ist ja auch blöd. Nur im äußersten Notfall, da die mal sagen. Jetzt müssen wir halt mal kurz warten hier. Was ist denn das da? Reservoir von Embers. Ach, warte mal, die Sink. Vielleicht ist die billiger. Die Sink. Ein weltenbilliger. Stop it, stop it. Achso, da kriege ich es aber nicht raus. Ach, hier braucht er noch Fluid. Oh. Okay, wir bauen trotzdem mal die Sink. Die kostet mich einen Wassereimer. Einen Eimer Wasser. Jetzt habe ich denn keinen Eimer mehr. Kein Eimer, kein Eimer. Kein Eimer? Kein Eimer? Wieso habe ich denn keine Eimer mehr? Hä? Strange. Aber du musst hier raus, du musst weichen. Ich brauche einen Eimer Wasser. Hopp.
drei Eisen und ein bisschen lustiges Holz. Das Fireproof macht mir gerade irgendwie Angst. Oh Gott. Das ist alles fireproofed. Wieso ist das alles fireproofed? Oakwood fireproofed. Aber das kannst du vergessen, wir machen keine Sink. Wenn die normalen Oaks nicht funktionieren oder sowas da, dann machen wir keine Sink. Hopp. Ach, geht doch. Hat mir nur wieder Angst gemacht. Mein Gott. Okay. Ah. Fluid. Conduits. Ach, guck an. So ein Glück, dass wir aus Versehen das Zeug gemacht haben und die Binder sind. Da. Ja. Okay, dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ups. Jetzt bin ich ja gespannt, du. Dann werden wir irgendwann noch Item-Conduits brauchen oder irgendwas. Also hier haben wir die Valve. Dann stellen wir jetzt die Sink mal dahin. Machen hier so ein Item-Conduit drauf. Und sagen hier Extract, Always Active. Insert. Oh. Ich höre was. Ich höre was. Er pflanzt. Ah, schnell, ich will sehen. Ach, wie nett. Schau, da hat es die. Humus. Ah. Okay, mehr haben wir gerade nicht. Der macht es jetzt. Hat er jetzt. Doch, der hat die Erde schon benutzt, die ich reingetan habe. Da gibt es jetzt Humus. Ist ja mal cool hier, oder? So, und das, für was brauchst du den Fertilizer? Keine Ahnung. Also Wasser haben wir jetzt immer. Und das müssen wir mal schauen. Die Pipe, die sind relativ billig. Aber die Notes nicht, oder? Ich brauche die normale Transfer-Note Items. Ach, die geht ja eigentlich auch. Dann könnt ihr mal da eine Kiste hinstellen. So, steht da ein Baum. Und was passiert mit dem Baum? So, Baum, was ist jetzt? Apple Oak Leaf. Jetzt tut er aber nichts tun, oder? Muss ich jetzt da noch irgendwas sagen? Fertilizer needed. All farms need fertilizer to work. Compost or mulch will not be sufficient. Es ist. Passt alles soweit? Warum macht es denn nichts mit dem Baum? Und jetzt ist er mir abgestürzt. Oh oh. Sowas. Wieso ist er jetzt abgestürzt? Einfach Spiel. Connect refused no further information. Back to server list. Ja, schade. Ja, gut, dann beende ich jetzt die Folge mal so. Tut mir sorry. Also, da wäre er ja eigentlich. Ich kann mal kurz refresh sagen. Ach, ist der Server weg. Okay. Alles klar. Ja, dann beende ich die Folge mal so. Dann hoffe ich, hat es dir soweit gefallen. Wir werden beim nächsten Mal sehen, was mit dem Baum passiert und was nicht. Jo, und ansonsten hoffe ich, sehe ich dich bei der nächsten Folge wieder. Und schau doch auch bei den beiden Jungs vorbei hier, dem Bulli und dem Moff. Die sind ja schließlich auch mit auf dem Server und machen auch ganz lustig Sachen. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao, ciao und servus.